Hallo und herzlich willkommen zu meinem Blueskurs für Anfänger Teil 2. Wie ich euch im letzten Teil schon angedroht habe, beginnt dieser Kursteil mit einem klein bisschen Harmonielehre. Ich möchte es auch ganz einfach und ganz schlicht halten. Wenn ich euch erinnern darf an den Crashkurs, den ich doch gemacht habe, habt ihr bestimmt auch geguckt, da ging es im Teil 2 um die C-Dur-Tonleiter. C-Dur-Tonleiter, also die Stammtonreihe, besteht aus C, D, E, F, G, A, H und das Oktavierte wiederum ein C. So, das sind jetzt 8 Töne, eine Oktave, 8 Oktaven und entspricht den weißen Tasten auf dem Klavier ohne die schwarzen. So, jetzt habt ihr euch natürlich ständig gefragt, ein Leben lang schon, wozu sind diese dämlichen schwarzen Tasten auf dem Klavier? Na gut, ich will das Geheimnis lüften. Zwischen den Tönen der Stammtonreihe, C, D, E, F, G, A, H, C, liegen Halbtöne. Allerdings nicht überall und drum fehlen auf dem Klavier auch zwischendrin mal 2 schwarze Tasten. Also die sind nicht geklaut oder das Klavier ist nicht kaputt, sondern das hängt einfach damit zusammen, dass zwischen dem E und dem F und dem H und dem C nur ein kleiner Halbtonschritt ist. Jetzt brauche ich die helfende Hand. Bitte einmal helfende Hand. Hallo? Und mit Hilfe der helfenden Hand werde ich euch das jetzt mal zeigen, wie das zusammenhängt mit den Halbtönen zwischen den Tönen. Also, es beginnt mit einem C, klar. Zwischen dem C und dem D liegt ein weiterer Ton. Also das wäre bei uns auf der Gitarre. Ich möchte es gleich mal ein bisschen mitspielen. Also ein C, klar, der nächste Ton der Tonreihe wäre ein D. Und dazwischen liegt noch ein Bund, der frei bleibt, und zwar der vierte Bund. Das ist ein Cis. Helfende Hand bitte mal hinschreiben. Dann geht es weiter mit einem D. Das E ist auf der D-Seite der zweite Bund, also bleibt der erste Bund jetzt auch wieder frei. Tada! Es ist ein Halbton. Und zwar ein Dis. So, jetzt kommt auf dem dritten Bund der D-Seite, kommt gleich mal ein F. Leider verloren. Das ist direkt einer der Leitertöne. Also hier ist die Stelle, wo auf dem Klavier auch eine schwarze Taste fehlt. Nach dem F kommt ein Fis. Das wäre jetzt D-Seite, vierter Bund. Und nach dem Fis kommt ein G. Das entspricht der G-Seite leer oder aber der D-Seite auf dem fünften Bund. Das ist derselbe Ton. Das G ist klar, denke ich. G-Seite leer. Dann kommt auf dem zweiten Bund ja das A, wisst ihr ja. Und hier bleibt der erste Bund nämlich auch wieder ohne. Und das ist ein Gis. Also G-Seite, G, Gis, A. Nach dem A kommt wieder so ein schräger Halbton, das ist ein A ist oder B bei uns in Deutschland genannt. Nach dem B kommt ein H-Seite leer oder G-Seite, vierter Bund. Das ist derselbe Ton, das ist in der Stimmung der Gitarre, ist das die Ausnahme. Alle anderen finde ich ja auf dem fünften Bund. Nur eben diesen einen, G-Seite, vierter Bund, das ist ein H, da ist eben die Gitarre mit der H- und der E-Seite einen Halbton tiefer gestimmt. Ja, jetzt haben wir das H. Vom H zum C ist auch nur wieder ein kleiner Schritt, also da fehlt auch wieder die schwarze Taste auf dem Klavier. So, der letzte Ton der Tonreihe ist wieder ein C. Jetzt haben wir eine Oktave gespielt. C, D, F, G, A, H, C. Nebst sämtlichen Halbtönen, die dazwischen drin liegen. Um damit jetzt was anfangen zu können, ist man irgendwann mal hergegangen und hat die Töne der Stammtonreihe mit römischen Ziffern benannt. Also das C ist dann die römische 1, Leiterstufe 1, also von der Tonleiter eben die erste Grundharmonie, das C, eine römische 1. Das D ist dann die 2, das E die 3, F die 4,
G die 5, A kriegt die römische 6, H kriegt römisch 7 und das C, das jetzt wieder kommt, ist ja C, ist auch wieder eine römische 1, also nicht die 8, sondern die 1, weil es ja auch wieder ein C ist. Okay, jetzt haben wir da schon was ganz Wichtiges rausgefunden, und zwar, dass nämlich in dieser ganzen Leiterei zwei Halbtöne einfach direkt angesprungen werden, also zwei Töne nur einen Halbton entfernt sind, E, F und H und C. Und wie das jetzt aussieht, wenn ich diese Eigenschaft, denn diese Eigenschaft heißt nämlich Dur, also alles, was diese Eigenschaft hat, zwischen dem dritten und vierten Leiterton nur einen kleinen Schritt zu haben und zwischen dem siebten und dem achten, ersten Leiterton wieder auch nur einen halben Schritt zu haben, das nennt sich Dur. So, helfende Hand, bitte neues Blatt. Für uns wäre es jetzt ziemlich umständlich, unsere Blues-Geschichten gerade für den Anfang in C-Dur aufzubauen. Da müssten wir nämlich gleich volle 5er-Power-Chord-Griffe draufbauen und das ist für den Anfang ein bisschen arg heftig. Aber es gibt eine ganz einfache Lösung und drum auch die Zügelei mit diesen Halbton, Nicht-Halbton. Wir wenden diese Eigenschaft jetzt mal an, zwischen 3 und 4 und 7 und 8, nur einen Halbton zu haben. Und beginnen mit dem A, statt C ein A. So, das sieht man jetzt hier auch schön auf dem Blatt. A ist jetzt da in der zweiten Reihe der Grundton. Also muss ich dieselben Leitereigenschaften halt wieder hernehmen. Das heißt, ich brauche jetzt zwei Schrittchen zum zweiten Leiterton. Also habe ich ein A ist oder B und der zweite Leiterton ist ein H. Dann geht es über ein C zu einem Cis. Auch wieder zwei Schrittchen gemacht, also muss stimmen, ist innerhalb der Dur-Leiter. Zwischen dem dritten und vierten kommt nur ein kleiner Schritt, also ist der dritte Leiterton ja das Cis und der vierte Leiterton ist ein D. D, Dis, E. E ist dann somit der nächste Leiterton. E, F, Fis, dann haben wir den sechsten Leiterton, also Nummer 6 ein Fis. So, jetzt brauchen wir wieder zwei kleine Schrittchen. Fis, G, Gis. Gis ist dann somit der siebte Leiterton. Ja, und jetzt, wenn unsere Regelmäßigkeit stimmt, muss jetzt ein Halbton entfernt die Oktave von unserem Grundton sein. Grundton war ein A, Oktave ist wieder ein A. Also, diese Tonleiter stimmt. Die kleinen roten Töne dazwischen drin, die gehören nicht zur Tonleiter. Zumindest nicht zur Dur-Tonleiter. Und unsere A-Dur-Tonleiter ist also jetzt, ich spiele sie mal schnell an. A, H, Cis, D, E, Fis, Gis und ein A. Oh. Die Oktave. Damit wir jetzt mit unserem Blues-Schema auch was anfangen können, es sind in den meisten einfachen Liedern sind es immer drei Akkorde, die zusammengehören. Bei der C-Dur-Tonleiter, helfende Hand kringelt es jetzt mal ein, ist es das C, das F und das G. Also die Akkorde der Stufe 1, Stufe 4 und Stufe 5 sind immer die drei Akkorde, die ihr aus den meisten Liedern wahrscheinlich kennt und die auch immer wieder mal vorkommen. Das sind die Tonika, Subdominante und Dominante nennt sich das Ganze. Weiter will ich euch da gar nicht quälen. Das Ganze jetzt angewandt aufs A, hieße A, Stufe 1, dann brauchen wir ein D, Stufe 4 und ein E. Und darüber baue ich jetzt eben die Akkorde auf. Das heißt, ich habe eine Stufe 1, ein A-Dur. Oh. Stufe 1 A-Dur, dann haben wir die Stufe 4, ein D, da bauen wir jetzt ein D-Dur drüber und Stufe 5 ist dann ein E-Dur. Und das sind die drei Akkorde, die wir jetzt dann brauchen werden für
unsere Bluesgeschichte, weil da geht's los mit A, D und E. Und damit wir auch so einen richtig fetzigen Blues machen können, bin ich hergegangen, habe Schlagzeug vorausprogrammiert und möchte jetzt mit euch anfangen, drei Bassschemata zu erarbeiten, die man für die späteren Gitarrenlicks, Gitarrenriffs hernehmen kann, und zwar basierend auf dieser ganzen Harmonielehre Zwiebelei. Wir brauchen also ein A, ein D und ein tiefes E. Das wäre auf dem Bass extra einfach gemacht. Die A-Seite leer, dann die D-Seite leer und die E-Seite leer. Und dafür habe ich einen Videoclip jetzt erstmal vorbereitet, wo wirklich nur A, D und E vorkommen. Die Tabulatur dazu ist dann oben eingeblendet. Dann könnt ihr da mitlesen. Also hört es euch mal an, vielleicht könnt ihr ja gleich schon mitspielen. Also es ist die A-Seite leer, die D-Seite leer und die E-Seite leer. Gespielt habe ich das Ganze mit den Fingern, also sprich immer abwechselnd. Ja, hört es euch an, versucht mal mitzumachen. Bis gleich. So, vielleicht hat es ja schon funktioniert, wäre schön. Fürs Bassriff Nummer 2 bin ich jetzt hergegangen und habe eine Blue Note eingebaut. Es ist so, dass in der Blues-Tonleiter eine Pentatonik verwendet wird, also nur 5 Töne aus der Tonleiter. Aber es wird eine Note hinzugefügt, und zwar ist das der Ton zwischen der Stufe 4 und der Stufe 5. Soll heißen, wenn also Stufe 1 ein A ist, Stufe 4 ist dann ein D. Klar, fünfter Bund ist ja wieder die nächste Seite leer, ein D. Und die Stufe 5 ist dann ein E. Dann ist hier der Ton, der jetzt da wieder dazwischen liegt, auf dem sechsten Bund ist die Blue Note. Und so habe ich den nächsten Basslauf jetzt auch aufgebaut. Der funktioniert dann so. Ich habe hier die Bünde leer, also das A, dann ein Cis, ein D, ein Dis und ein E. Und diese Abfolge, das sind alles Töne aus der Leiter plus diese Blue Note auf dem sechsten Bund. Das kann ich jetzt nämlich auch wieder hernehmen und für die D-Seite und für die E-Seite genauso verwenden. Also ich habe es dann so gemacht. Leer am 4 und 5, 6, 7. Auf der D-Seite dann genauso. 0, 0, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7. Und auf der E-Seite unten eben genauso.
typischer trockener Teil ist soweit durch. Ich hoffe, das hat für euch jetzt soweit funktioniert. Teil 3 von meinem Blueskurs für Anfänger ist dann der Gitarre gewidmet. Es geht um den Power Chord und ein kleines Bassriff wird auch noch mit eingebaut, aber hauptsächlich mal die Gitarristen kommen dann auf ihre Kosten. Ja, dann sollte es so richtig losgehen. Also bis zum dritten Teil. Tschüss, euer Jörg aus Ingolstadt.